vom Tode des Hühnchens auf eine Zeit ging das Hühnchen mit dem Hähnchen in den Nussberg und sie machten miteinander aus, wer einen Nusskern fände, sollte ihn mit dem anderen teilen. Nun fand das Hähnchen eine große, große Nuss, sagte aber nichts davon und wollte den Kern allein essen. Der Kern war aber so dick, dass es ihn nicht hinunterschlucken konnte und er ihm im Hals stecken blieb, dass ihm Angst und Bange wurde, es müsste ersticken. Da schrie das Hühnchen. Hähnchen, ich bitte dich, lauf, was du kannst und hol mir Wasser. Sonst ersticke ich. Das Hähnchen lief, was es konnte, zum Brunnen und sprach, Born, du sollst mir Wasser geben. Das Hühnchen liegt auf dem Nussberg, hat einen großen Nusskern geschluckt und will ersticken. Der Brunnen antwortete, lauf erst hin zur Braut und lass dir rote Seide geben. Das Hähnchen lief zur Braut. Braut, du sollst mir rote Seide geben. Rote Seide will ich dem Brunnen geben. Der Brunnen soll mir Wasser geben. Das Wasser will ich dem Hühnchen bringen. Das liegt auf dem Nussberg, hat einen großen Nusskern geschluckt und will daran ersticken. Die Braut antwortete, lauf erst und hol mir mein Kränzlein. Das blieb an einer Weide hängen. Da lief das Hähnchen zur Weide und zog das Kränzlein von dem Ast und brachte es der Braut. Und die Braut gab ihm rote Seide dafür. Die brachte es dem Brunnen. Der gab ihm Wasser dafür. Da brachte das Hähnchen das Wasser zum Hühnchen. Wie es aber hinkam, war dieweil das Hühnchen erstickt und lag tot und regte sich nicht. Da war das Hähnchen so traurig, dass es laut schrie. Und kamen alle Tiere und beklagten das Hühnchen. Und 6 Mäuse bauten einen kleinen Wagen, das Hühnchen darin zu Grabe zu fahren. Und als der Wagen fertig war, spannten sie sich davor. Und das Hähnchen fuhr. Auf dem Wege aber kam der Fuchs. Wo willst du hin, Hähnchen? Ich will mein Hühnchen begraben. Darf ich mitfahren? Ja, aber setz dich hinten auf den Wagen. Vorn können es meine Pferdchen nicht ertragen. Da setzte sich der Fuchs hinten auf, dann der Wolf, der Bär, der Hirsch, der Löwe und alle Tiere in dem Wald. So ging die Fahrt fort. Da kamen sie an einen Bach. Wie sollen wir nur hinüber? Sagte das Hähnchen. Da lag ein Strohhalm am Bach, der sagte, ich will mich quer drüber legen, so könnt ihr über mich fahren. Wie aber die 6 Mäuse auf die Brücke kamen, rutschte der Strohhalm und fiel ins Wasser und die 6 Mäuse fielen alle hinein und ertranken. Da ging die Not von neuem an und kam eine Kohle. Kohle, 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 Kohle. Und sagte, Kohle, ich Kohle, bin Kohle, groß genug. Kohle, Kohle, ich will mich Kohle, darüber Kohle, legen. Kohle, und Kohle, ihr sollt Kohle. Über mich fahren. Die Kohle, Kohle legte sich Kohle, auch Kohle, an das Kohle, Wasser. Kohle, 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 aber sie Kohle, berührte Kohle, es unglücklicherweise Kohle, ein wenig. Da zischte sie, verlöschte und war tot. Wie das ein Stein sah, erbarmte er sich und wollte dem Hähnchen helfen. Und legte sich auch über das Wasser. Da zog nun das Hähnchen den Wagen selber. Wie es ihn aber bald drüben hatte und war mit dem toten Hühnchen auf dem Land,
und wollte die anderen, die hinten aufsaßen, auch heranziehen. Da waren ihrer zu viel geworden. Und der Wagen fiel zurück und alles fiel miteinander in das Wasser und ertrank. Da war das Hähnchen noch allein mit dem toten Hühnchen und grub in ein Grab und legte es hinein und machte einen Hügel darüber. Auf den setzte es sich und grämte sich so lang, bis es auch starb. Und da war alles tot.